Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map, App Store, auf der Map App Store for Hider. Oh, ich verspreche mich so häufig in letzter Zeit, ne? Aber es ist leider so. Und wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar hier bei unserem Gülle-Kollegen, der ja Gärreste aus der BGA holt. Und ich habe jetzt gerade rausgefunden oder vorhin ja gestern noch gesehen, dass der Wiese zur Hauptstraße haben wir ja schon eine Strecke drinne. Das bedeutet, wenn wir die jetzt reinkombinieren. Und jetzt gehen wir ja weiter. Jetzt wollen wir ja zur. Warte mal, ich nehme ja gar keinen Filter. Genau, wir nehmen gar keinen Filter, dann suche ich mich hier einfach mal durch. Dann habe ich ja hier Hauptstraße NS. Dann geht es weiter zur Bauerstraße OW. Dann müssen wir ja die BGA-Straße wieder reinfahren. Ne? BGA-Straße NS. Und auch die BGA-Einfahrt brauchen wir. Dann brauchen wir BGA-Gärreste. Ich werde das einfach einmal komplett kombinieren. Mal gucken, was da passiert. Entweder verhau ich mich mal wieder oder es klappt. Dann haben wir BGA-Ausfahrt. BGA-Ausfahrt. Ja, jetzt habe ich mich gerade verhauen, ne? Da hat er jetzt Probleme gemacht. Pass mal auf, hier der Akkustart schon wieder. Der hat schon wieder Probleme. Das ist Wahnsinn. Irgendwas hat da gerade nicht funktioniert. Wiese 1 zur Hauptstraße. So, wir machen das anders. Ich mache das wieder so, wie ich das vorher gemacht habe. Immer die einzelnen Abschnitte dann abspeichern und dann gucken wir weiter. Wir haben jetzt die Hauptstraße NS. Dann haben wir die Bauerstraße OW. Dann haben wir die BGA-Straße NS. Und die BGA-Einfahrt, ne? Genau, dann sind wir hier. Dann haben wir nämlich jetzt, ich klicke schon wieder rein. Aber ich habe es diesmal vorher erkannt. Wiese 01 zur BGA. Genau, dann haben wir den Kurs schon mal. Und jetzt wollen wir BGA-Ausfahrt haben. Dann haben wir die BGA-Straße von SN. Dann haben wir die Bauerstraße WO. Dann haben wir die Hauptstraße SN. Und die Wiese 01 von Hauptstraße haben wir, ne? Wiese 01 von Hauptstraße, da ist das. So, und dann haben wir hier die Strecke Wiese 01 von BGA. Dann haben wir das Gedöns. So, und jetzt könnten wir nämlich, jetzt gehen wir nämlich her und sagen, die Wiese 01 brauche ich ja. Genau, das ist der Kurs hier. Da mache ich jetzt erstmal einen Feldrandkurs fertig. Und zwar wollen wir ja Düngen und Säen haben. Wir haben 8 Meter. Ich will starten im Nordwesten und wir fahren Richtung Süden. Ich mache dreimal Vorgewende. Auf jeden Fall. Aber zum Schluss. Zum Schluss. Ich will ja nicht auf der Gülle wenden. Dann haben wir den Kurs drin. So, und jetzt holen wir uns nämlich Wiese 01 zur BGA. Dann holen wir uns... ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war, weil ich hier zusammenfügen gedrückt habe. Ich mache das nochmal raus. Und zwar machen wir das nochmal neu. Ich will das nämlich mit ankombinieren machen. Beziehungsweise wir machen das nochmal anders. Und zwar werde ich jetzt Wiese 01 zur BGA. Dann haben wir BGA-Gärreste. Und dann haben wir Wiese 01 von BGA. Dann haben wir nämlich den ganzen Kurs hin und zurück. Was macht er denn hier vorne? Warum macht er da so ein... Ach, weil ich da Kreuzungspunkte gesetzt habe, ne? Das mag er nicht. Er mag die Kreuzungspunkte nicht. Aber das kann man anders machen. Pass mal auf. Jetzt habe ich das raus, warum das nicht funktioniert. Also, Wiese 01 zur BGA. Das haben wir. Dann haben wir BGA-Gärreste. Das machen wir jetzt mit Kombinieren. Und dann haben wir nämlich das mit den Kreuzungspunkten nämlich nicht. So, und dann haben wir Wiese 01 von BGA. Und dann läuft das hier auch mit der richtigen Schleife. Und dann ist das jetzt Wiese 01 Gärreste BGA. Ist Gärreste richtig geschrieben? Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Lass mal ganz kurz an den Tank ranfahren. Und uns das angucken. Ob ich das richtig geschrieben habe oder ob ich mich da vertan habe. Ne, Gärreste mit Doppel-R. Auf jeden Fall steht das so da drin. Dann holen wir uns jetzt mal die Wiese 01. Diese ganzen Sachen sind noch eingestellt, so wie ich das haben möchte. Und dann haben wir Wiese 01 Gärreste BGA. Ah, das war wieder verkehrt. Ich wollte nämlich nicht das haben. So, pass mal auf. Das haben wir jetzt. Sondern ich will das zusammenfügen haben. Genau, dass der Kurs so ist. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt werde ich ihn hier vorne gleich draufsetzen. Dann wird er hoffentlich seinen Tank füllen und zur Wiese fahren und dann halt gleich anfangen mit der Arbeit. Da
Das ist so die Theorie. Und dann bin ich mal gespannt, wie das vorangeht, wie das so das alles abarbeitet. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So, er fährt hier rauf. Er muss jetzt auch leider warten, bis der Abfahrer da hinten raus ist aus dem Fahrsilo, weil das irgendwie so, ja, weil ich es halt so eingestellt habe, das halt auch so ein bisschen, ja, nicht gerade gut ist, aber auch nicht dumm. Also, das ist halt einfach so. So, hin und wieder hatte ich das ja tatsächlich gehabt, dass wenn ich neben den fahre, dass es auch funktioniert, ne, mit dem wieder einstellen. Aber jetzt hier funktioniert das nicht. Jetzt sagt er wieder kein Drescher in Reichweite. Das ist doch manchmal, manchmal ist es doch hier zum Mäusemelken. So, ich fahre ein bisschen nebenher. Wir sehen das ja auch über den Inspektor, was der MF macht. Beziehungsweise. Ah ne, der Steyr hat ja. Der Steyr, der Multi hat ja das mit der Gärraste dran, ne? Dö hat ja die Gärraste dran. Der wartet auch gerade. Ich wundere das gerade, dass er gelbe Schrift hat. Aber es liegt wahrscheinlich. Na gut, der MF ist jetzt in seiner Warteposition. Der Multi fährt los. Fährt ganz schön schnell. Ah, jetzt kriege ich ja Gärreste. Alles klar, das läuft. Du bist voll, dann kannst du weg. Der andere Kollege ist schon gleich dahinter. Ey, das passt aber auch haargenau, ne? Wow. Goodie. Der Kollege hat sich aufgeladen. Der hat seine 8000 Liter dabei. Sehr, sehr nice. Ja, das ist cool. Das funktioniert. Dann wird er das jetzt schön die Gülle. Dann wird er jetzt schön die Gülle verteilen. Wäre natürlich jetzt cool, wenn ich jetzt. Wenn der Kollege auch noch einen sauberen Tracker hätte. Dann würde das wahrscheinlich noch einen ganzen Ticken besser aussehen. Aber okay, so ist jetzt auch in Ordnung. Müssen wir mitleben. Ne? Einmal hier so ein bisschen links und rechts gucken. Dann werde ich da wahrscheinlich wieder einen Screenshot rausziehen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht aber auch nicht. So. Er ist einmal hier abgeglitscht. Der junge Freund. Der junge Mann. Ich fahre mal nebenher. Was soll's. Ich habe eh gerade nichts zu tun. Ich habe eh gerade nichts zu tun und denken wir mal so. YOLO, dann können wir auch nebenher fahren. Da vorne ist eh gleich der Funkmast, wollte ich sagen. Der Strommast, die Überlandleitung. Da wird es eh gleich ein bisschen Probleme geben. Und von dem her müssen wir da mal eh gucken, was wir da machen. So, das sieht ganz gut aus soweit eigentlich. Kann man wieder einen Ticken langsamer fahren. Achso, er ist voll. Okay. Dann kannst du auch weg zum ersten und tschüss. So, du stehst da rum und wartest. Der Kollege ist unterwegs zur BGA. Der Johnny kommt von der BGA. Hier ist schon echt was nice los, ne? Guck mal, vor allen Dingen, das wird jetzt geil, ne? Das ist gleich ein cooles Bild. Wie die beiden hier aneinander vorbeifahren. Ja, eins nice. Richtig cool. Das gefällt mir. Ich bin auch gespannt, wie der Steyr gleich abgehen wird auf dem Feld, ob das so klappt. Und wie viel er verbraucht von der Gülle. Ob das einigermaßen ein humaner Verbrauch ist oder ob das so. Ja, gut, das hier, das müsste eigentlich auch schöner sein, aber okay, das lassen wir mal so. Ist alles in Ordnung. Da machen wir uns jetzt nicht mehr so wild. Ich bin eher am Überlegen, kann ich jetzt ja schon mal droppen, ob ich nicht vielleicht die Karte wechsle. Ich weiß noch nicht, ob ich hier drauf bleibe oder vielleicht woanders hingehe. Wenn, dann würde ich aber tatsächlich so einen Kartenumzug machen, wie es viele andere auch machen, dass man halt alle seine Gerätschaften verkauft. Und dann weiß ich gar nicht, mit dem Kredit, wie man es mit dem Kredit macht, ob man ihn zurückbezahlt von den ganzen Gewinnen, was man so hat, oder ob man keine Ahnung was macht. Ich habe schon wieder 10.000 ausgegeben für. Ich bin voll im Minus. Was ist denn da happen? Wofür gebe ich denn so viel Geld aus? Also, wird das hier tatsächlich stündlich abgezogen, diese Betriebskosten? Oder wo kommt das Geld gerade her? Sind das hier Fahrzeugkosten, Betriebskosten? Aber eigentlich werden die doch alle Mitternacht. Um Mitternacht ist abgezogen, oder? Kosten für Dünger, Kraftstoff. Keine Ahnung, für was das Geld gerade rausgeht.
Da bin ich, miete Fahrzeug, könnte ich mir denken, ja. Aber so richtig bin ich mir da auch gerade nicht so. So richtig sicher bin ich mir gerade nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es an dem RSM liegt, ne? Dass der halt, ja, der hat eine Stunde jetzt drauf, dass der quasi gerade was abgezogen hat. Aber merkwürdig, finde ich. Naja, egal. Ist halt so. Ist das denn, sind das denn 12.000, was er dafür kriegt für den RSM? Oder ja, pro Arbeitsstunde 11.000 ungefähr. Das könnte tatsächlich hinkommen mit dem Kurs. Ah, guck mal, der ist jetzt hier dabei, seine Gülle zu verteilen. Oder die Gülle zu verteilen. Sehr cool. Die Gärreste natürlich. Ist ja keine Gülle. Aber der wird hier einige Touren fahren müssen, bis das Feld anständig gegült ist. Aber so soll das auch sein, ne? Das soll ja nicht langweilig werden. Aber das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und er schwenkt wieder hin und her. Schwengel, schwengel, schwengel. Sehr schön. Und vor allen Dingen wird das jetzt, ist das ja auch mal, letztendlich zahle ich gerade mal 1000 Euro dafür, dass ich den Gülle-Anhänger geliehen habe. Wahrscheinlich werde ich dafür auch ein bisschen mehr bezahlen, weil er halt mehr Betriebsstunden kriegt. Aber im Großen und Ganzen kann man sich da nicht beschweren. Ich glaube, wir müssen tatsächlich demnächst wieder anfangen. Also sobald wir das Feld hier hinten fertig haben. Hat er es jetzt dahin noch unterwegs? Du wartest, okay. Du bist jetzt hier am Abladen. Sobald ich hier mit dem Feld fertig bin, muss ich anfangen, wieder Gras zu mähen. Müssen wieder Gras mähen und wieder Silageballen pressen und die verkaufen, dass ich ein bisschen Geld reinkriege. Also ich glaube hier mit dem bisschen Gras, was ich jetzt momentan hier reinkippe, mit dem bisschen Häckselgut, da wären wir nicht glücklich. Das wird vorne und hinten nicht reichen, was wir hier machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der andere Anhänger ist auch gleich hier auf dem Weg, ne? Hoffentlich habe ich Glück und die treffen sich. Fast, ne? Ich glaube, die werden sich da vorne bei der Einfahrt gleich treffen. Und dann sagen, dass es nicht weitergeht. Ja. Leider. Und leider dadurch. Oh, ich hab abgekuppelt. Und leider ist der MF jetzt auch schon wieder auf seine Position gefahren. Und will gleich weitermachen. Und der kleine New Holland muss jetzt erstmal warten. Der kleine New Holland wartet an der Kasse. Das hatten wir doch schon mal mit dem Flug gehabt, ne? Dass du hier hinten rumfährst. Dass du aus irgendeinem Grund ab einem gewissen Punkt anfängst, hier hinten rumzufahren. Das ist sehr interessant, dass das jetzt schon wieder passiert. Das finde ich irgendwie ein bisschen mysteriös. Ein bisschen mysteriös. Aber okay, ich weiß wenigstens, was ich dagegen tun muss. Dich nehme ich nicht auf den gleichen Punkt wieder ansetzen, sondern eine Spur daneben. Das hatten wir ja bei der Gülle auch gehabt. Das ist sehr, sehr komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist irgendwas, was CP dazu bewegt, nicht das zu tun, was CP eigentlich tun soll. So, ich werde mal hier noch ein bisschen mitfahren. Mal gucken, wie er den einen hier fährt, beziehungsweise die nächste Spur, ob er sich jetzt da wieder gefangen hat oder ob er dann gleich wieder geradeaus fährt. Witzig, ey. Vor allen Dingen ist es genau das gleiche, was wir halt auch mit Dings hatten, ne? Das ist genau das gleiche, was wir auch mit dem Flug hatten, dass er halt geradeaus weitergefahren ist aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen. Ich dachte ja erst, das liegt daran, dass die Bubbles vielleicht ein bisschen zu dicht sind, ein bisschen zu dicht aneinander, aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. So, pass mal auf. Ja, hier fährt er schon wieder raus. Er fängt nicht an, hier zu wenden, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund erkennt er hier nicht den Wendepunkt. Ha. Zack, wieder eingestellt. Dann kann er hier gleich weiter seine Gülle verteilen. Ja, und im Endeffekt werden wir uns das dann eh alles noch auf Beobachtung halten. Wir müssen unbedingt
in der nächsten Folge gucken, dass wir A, mit dem Maishäckseln fertig werden. Ja, mit dem Maishäckseln fertig werden. Den Maishäcksler, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich ihn wieder zurückgebe. Oder ob ich ihn jetzt schon zurückgebe, den Maishäcksler, oder. Hier auch. Fährt er auch einfach geradeaus weiter. Sagt sich, ich weiß nicht wohin. Anscheinend, als ob er die Wendepunkte nicht findet, ne? Hängt das damit zusammen, dass. Ich weiß aber auch nicht, womit das zusammenhängen könnte. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ob er es jetzt wieder hinkriegt, rumzufahren. Oder ob er wieder seine Schwierigkeiten hat. Und wenn er es jetzt gleich auch nicht hinkriegt zu wenden, dann werde ich diese ganze Problematik auf die nächste Aufnahmesession schieben. Vielleicht hat sich das denn ja schon wieder. Nee, doch nicht. Jetzt hat er es raus. Jetzt hat er es raus. Jetzt läuft es anscheinend wieder. Na gut, nichtsdestotrotz bin ich wieder fertig mit dieser Folge. Nächstes Mal müssen wir echt gucken, dass wir A mit dem Maisfeld fertig werden. Dass wir mit dem Maisfeld fertig werden. Wie sieht das hier eigentlich mit der Verdichtung aus? Auf 54%, ganz angenehm. Ja, müssen wir gucken, dass wir mit dem Maisfeld hier fertig werden, obwohl da ist ja nicht mehr so viel. So viel ist da ja nicht mehr dran, Gott sei Dank. Hier vorne gibt es auch gleich Probleme, deswegen sehe ich zu, dass ich hier ganz schnell wieder wegkomme. Und ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Er hier macht schon wieder, ist schon wieder auf Abwegen unterwegs. Ich halte ihn mal lieber an. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Also bis dahin, bye bye.